Servus Leute, hier ist der Reset und willkommen zurück zu Ghost Trick. Jo, meiner Meinung nach könnte das das letzte Kapitel sein, es sei denn, es gab 16. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie viel es gegeben hat. Aber wir nähern uns auf jeden Fall stark dem Ende. Vor 10 Jahren nahm ein Mann, der womöglich Sissel hieß, ein Mädchen namens Lynn als Geisel und wurde dann von einem Meteoritensplitter getötet. Heute Abend traf ich einen Mann, der womöglich Sissel heißt. Eine Kommissarin namens Lynn auf einem auf dem entlegenen Schrottplatz und wurde dann von einer Kugel getötet. Ich habe da gerade nicht einen Mann, sondern da traf ich einen und Fail. Aber die Szene, die mich am anderen Ende der Leitung erwartet, schlägt wohl den letzten Nagel in den Sarg meines verlorenen Gedächtnisses. Ich sehe mich. Sind Sie ja, Kommandant Sith. Endlich. Sissel, wo haben Sie gesteckt, mein Bester? Wir haben überall nach Ihnen gesucht. Ich hatte noch etwas zu erledigen. Dachte nicht, dass es so lange dauern würde. Was ist mit Ihren Leuten? Sie haben wirklich keine Mühe gescheut, um mich zu sabotieren. Ich finde, wir haben jede Bedingung unseres kleinen Deals erfüllt. Recht beschweren Sie sich über Dinge, die nicht Teil unseres Handels waren. Darüber können wir später sprechen, wenn wir uns sehen. Dies ist unser letztes Gespräch per Telefon. Wir treffen einer Stunde ein. Ich freue mich schon darauf, Sie persönlich zu treffen, Sissel. Der Sonnenaufgang rückt näher. Die Dunkelheit, die mein Rätsel umgibt, ist undurchdringlich. Aber ich weiß, dass es vor Sonnenaufgang stets am dunkelsten ist. Ja, wir nähern uns der letzten Phase unseres kleinen Deals, mein Bester. Ja, Boss. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Und gerade kam ein Bericht rein, Boss. Es werden Lichter gesehen. Wollen Sie das, ja? Gute Güte, lassen Sie mich sehen. Schlag auf das Bedienfeld tut immer gut. Ja, wir sind nahe dran. Wir werden die Kabel nun abtrennen. Bis wir ankommen, wird die Kommunikation unterbrochen, Boss. Gut so. So gut, so sei es. Wieder ein Schlag, das tut dem Bedienfeld auch sicher gut. Ich frag mich kaum, wieso es immer am Spacken ist. Und es ist ein U-Boot. Das heißt, wir können nicht mehr mit dem Telefon zu Ihnen. Netter Versuch, Inspektor Cabanela. Aber mich halten Sie nie auf. Mach's gut, Trottel. Oh oh. Ich glaube, dass Cabanela draufgegangen ist. Also... Dieser U-Boot-Typ und seine Leute haben einen Deal mit mir? Wenn das der Fall ist, dann sind sie es wohl nicht, die mich umgebracht haben, oder? Jedenfalls steckt irgendwas hinter dem Tod des Inspektors. Ich soll mit ihm reden. Mann, bei mir ist gerade so eine beschissene kleine Fliege im Zimmer. Hey, können Sie mir den Gefallen tun, aufzuwachen? Oje, immer noch bewusstlos. Dann ist noch nicht lange tot. Ich werde einfach zur Zeit 4 Minuten vor seinem Tod zurückkehren. Ich fürchte mich jedoch ein wenig davor, was ich gleich sehen werde. Aber wenn dort meine Antworten sind, darf ich jetzt nicht weglaufen.
Ja, wir müssen ihn wahrscheinlich retten. Oder nicht wahrscheinlich, sondern wir müssen ihn retten. Ich ziehe jetzt erstmal meine Uhr aus, weil die mich langsam ankotzt. Sobald der Verbrecher seine Strafe erhalten hat, lassen wir die Geisel frei. Führen Sie die Hinrichtung sofort durch und warten Sie auf unseren Anruf. Braver Junge. Mensch, so eine Geisel ist ganz schön praktisch. Ich habe die vollständige Kontrolle über den besten Polizeiinspektor des Landes. Was los? Zwicken die gebrochenen Knochen ein bisschen? Wie ist es, den Schmerz zu fühlen? Fühlt man sich lebendig? Warum? Warum tun sie das? Was für eine Frage für einen für einen Inspektor. Ist das denn nicht offensichtlich? Rache, was denn sonst? Rache an all denen, die mir vor 10 Jahren mein Leben gestohlen haben. Machen Sie sich nicht lächerlich. Es war ein Meteorit, der Ihnen das Leben nahm. Haben Sie das vergessen? Quatsch! Ich wurde ermordet, von euch allen. Kommissar Jord, der mich gejagt in die Ecke gedrängt hat, obwohl ich unschuldig war. Lynn, die da stand, obwohl... die da stand, wo ich lief. Lynn, sie war nur ein unschuldiges Mädchen, das im Park spielte. Wäre das Girl nicht da gewesen, wäre ich nie auf die Idee gekommen, sie als Geisel zu nehmen. Das ist der mit Abstand größte Berg an selbstsüchtigem Schwachsinn, den ich je gehört habe. Und schließlich Sie, Inspektor Cabanera. Ich? Wenn Sie nicht getan hätten, was Sie getan haben, hätte ich nie eine Waffe auf das Kind gerichtet. Sie waren so stolz auf Ihre makellose Bilanz. Und mein Fall war der Fleck darauf, nicht wahr? Nur zwei Personen kennen die Wahrheit. Ich und Kommissar George. Ich wette, die heutige Hinrichtung wird eine große Erleichterung für Sie sein. Habe ich recht? Eine der Personen, die von dem Fleck auf ihrer weißen Weste weiß, wird für immer verschwinden. Darum haben sie ihm nicht geholfen, aus dem Gefängnis zu fliehen. So eine Sorte Mensch sind sie. Ich habe ihnen nichts zu sagen. Sie würden ja eh nicht zuhören. Okay. Oh Götter. Also Inspektor, es ist Zeit, einen großen roten Fleck auf Ihrem weißen Mantel zu hinterlassen. Das war eine weitere Bedingung meines Deals. Alle auszulöschen, die von Termsig wissen. Rache? Darauf bin ich aus. Nichts davon gibt auch nur den entferntesten Sinn. Hey, Mann. Kann mir jemand verraten, was hier vor sich geht? Inspektor Cabanera, er ist wach. Mein Kopf ist am rotieren, Baby. Verstehe ich das richtig? Dass dieser Cabanera-Typ, der gerade erschossen wurde, ich bin? Ja, das stimmt. Und Sie sind dann wohl der Schuft, der mich da erschossen hat. Ich schätze schon. Aber das können Sie doch gar nicht sein, oder? Hä? Schließlich ist der Typ im roten Anzug gerade zur Tür raus, nicht? Also? Wer sind Sie? Ich muss es wohl akzeptieren. Ich bin nicht dieser Sissel. Ich bin jemand, der auf der Suche nach sich selbst ist. Darum bin ich hier, um Sie zu retten. Schließlich haben Sie Informationen über den Typen in Rot, die ich brauche. Sie sind also auf einer Rettungsmission. Das höre ich aber gern, Baby. Weil es hier ein sehr wichtiges Leben zu retten gibt, das für das ganze Land wertvoll ist. Okay, dann legen Sie mal los, Baby.
Machen Sie Ihr Ding. Jetzt hat er mich auch mal gesehen. Lass mal Gedanken lesen. Sie sind also auch ein Manipulator. Ich habe Geistertricks, Kräfte der Toten, ja, aber ich kann keine lebenden Wesen kontrollieren. Jedenfalls sollten Sie sehr vorsichtig sein. Der Typ in Rot ist ein Manipulator. Natürlich weiß er über Ihre Kräfte Bescheid. Wenn er merkt, dass Sie hier sind, werden die Dinge vielleicht etwas komplizierter. Sie haben recht, ich sollte vorsichtig sein. Schauen Sie nur. Das stimmt auch etwas aus seinem Körper heraus. Ist es wirklich ein Zeichen, dass er die Kräfte der Toten hat? Wie hat? Achso, stimmt, ich muss ja irgendwas machen. Einschalten wäre doof oder sowas. Also daran könnte ich rütteln. Das Buch könnte ich untersuchen. Okay, irgendwas muss ich machen. Braver Junge. Mensch, so ein Geist ist ganz schön praktisch. Und so weiter. Den Schmarrn werde ich jetzt nicht lesen. Ich muss schauen, was jetzt dann passiert. Hab den Deckel geschlossen, das heißt, irgendwann sollte der Schmarrn zu pfeifen beginnen. Wenn es nicht so rumlegen würde. Was ist los? Zwicken die gebrochenen Knochen ein bisschen? Wie ist es, einen Schmerz zu fühlen? Fühlt man sich lebendig? Und so weiter. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Hat sich ja rentiert, den Deckel zu schließen. Das Teil kann wahrscheinlich wieder nichts. Aber das ist alles zerstört. LOL! Ist mir der erst gar nicht aufgefallen. Schau sich nur einer diesen Ort an. Was ist hier bloß passiert? Ich glaube, ich erinnere mich. Etwas Grauenhaftes ist hier geschehen. Und jetzt liegt hier ein weiterer Toter versteckt. Was? Ein weiterer Toter? Habe ich Ihnen das nicht gleich gesagt? Habe ich nicht gesagt, ein für die Nation sehr wichtiges Leben liegt hier herum? Ich dachte, Sie sprechen von sich selbst. Ich bin nur ein verrückter Typ in einem weißen Mantel, Baby. Der Taubenmann. Hey, dabei fällt mir ein. Wo ist dieser alte Taubenmann? Vielleicht muss ich auf dem Weg Cabanela zu retten, den Taubenmann retten. Das ist nicht meine Vermutung. Da hinten liegt er nämlich am Boden. Unter dem Scheiß. Ja, retten wir erstmal ihn. Entschuldigung? Sind Sie wach? Natürlich. Ich schlafe nie während der Arbeit. Professor, kennen Sie mich? Ich kenne nur einen verrückten Typen mit einem weißen Mantel. Er hat sein Gedächtnis noch. Ich bin keiner, der gerne Dinge verliert. Aber egal. Cabanela, da haben Sie aber einen überraschenden Gast dabei. Tut so, als hätte er nicht gerade diesen Ort in die Luft gesprengt. Sprechen Sie von mir?
Oh, das ist ein anderer Kerl. Und eigentlich bin ich sein Gast. Er sagt, er wollte uns retten. Im Gegensatz zu Ihnen, mein cleverer Freund, hat er sein Gedächtnis nicht mehr. Erbärmlich. Autsch, das tut weh. Jedenfalls gehen wir zurück in der Zeit, 4 Minuten vor ihrem Tod, um ihr Schicksal zu verändern. Aber sind wir nicht schon in der Vergangenheit, Mann? Wir können noch weiter zurück. Ich habe es schon einmal getan. Ich sehe immer noch keinen Weg, um Inspektor Cornelia zu retten. Aber gehen wir weiter zurück, dann finde ich vielleicht eine Spur. Ja, und wir gehen wieder in die Vergangenheit der Vergangenheit. Zum zweiten. Mein Emulator hart am Abspacken. Wie muss ich Ihnen noch sagen, Professor? Dieser Ort ist gefährlich. Seien Sie nicht albern. Ich kann jetzt hier nicht weg. Er ist ganz tot. Aber wie ich es mir schon dachte, schlägt es aus. Das ist die Quelle seiner Kräfte. Wenn ich sie entferne... Er ist nicht tot. Er ist nur nicht da. Die wahre Form des Manipulators kann man nicht entdecken. Er ist ein Geist. Lächerlich. Sie sind also dahinter gekommen, was? Sie sind ein cleverer Mann, Inspektor Cabanela. Es ist wirklich wahr, Sie sind... Ich habe wegen Ihnen heute Nacht viel Zeit verschwendet, Inspektor. Aber es ist so, wie Sie sagen. Ich bin vor 10 Jahren gestorben. Dieser Körper dient nur als Gefäß. Er ist nur eine Hülle. Ich kontrolliere alles. Diese Hülle, andere Menschen. Genau wie ich den Justizminister und Lynn kontrolliert habe. Also stimmt es. Sie haben damals mein Baby manipuliert. Sie haben sie dazu gebracht, ihre Hülle zu erschießen. Aber warum? Warum tun sie so etwas? Um unumstößliche Beweise zu schaffen. Sie wissen schon, das Sicherheitsvideo. Jetzt ist sie auch eine Mörderin. Sie wird genauso leiden wie George. Also, Professor. Ich fürchte, Sie müssen nun sterben. Ich nehme es Ihnen nicht übel. Ich bin Ihnen sogar dankbar. Ja, warum lassen Sie mich dann nicht am Leben? Ich werde das Land heute Nacht für immer verlassen, doch zuvor lösche ich alle Beweise dafür aus, dass meine Kräfte existieren. Zusammen mit der Falle in diesem Zimmer. Diesmal wird sie funktionieren, wie sie soll. Danach ist alles vorbei. Diesmal dreht sich aber nicht. Er schießt den kleinen Pfeil dorthin, wo das Dynamit liegt. Professor, Vorsicht! Und dabei hat sich Cabanela die Rippen gebrochen. Ah! Dynamit, was? Wann zum Teufel hat er das dorthin gepackt? Er hat heute alles genau geplant. Lässt sich von meinem Baby erschießen, lässt seinen Körper verschwinden. Sein Körper ist verschwunden? Der Gerichtsmediziner, erinnern Sie sich? Er war durch und durch ein Schwindler. Stimmt, er war auch blau. Er sagt, er bräuchte den Leichnam ins Labor. Aber er hatte einen Deal mit dem Manipulator. Wollte ihm seinen Körper wiedergeben. Aber das konnte ich nicht zulassen, Baby. Nein! Sie haben Ihren Plan durchschaut? Ich habe gleich gemerkt, dass der Mediziner keine Ahnung hatte, wie man eine Leiche untersucht. Ich wusste, dass er ein Betrüger ist. Also habe ich ihn verfolgt und bestochen.
Bestochen? Ich ließ ihn die Leiche in dieses Zimmer schmuggeln. Ich dachte, wir können die Quelle seiner Kräfte finden. Natürlich hatte ich nie im Leben gedacht, dass seine Fähigkeiten Kräfte der Toten sein können. Jedenfalls ist die Zeit knapp. Er verlässt das Land vor Sonnenaufgang. Und ich werde ihm folgen, natürlich, nachdem ich sie gerettet habe. Aber etwas lässt mir keine Ruhe. Ich weiß, was Ray heute zu mir gesagt hat. Er sagt, die Geister hören bei Tagesanbruch zu existieren auf. Aber wenn das stimmt, wie kann ein 10 Jahre alter Geist immer noch hier sein? Jetzt ist keine Zeit zum Denken, Baby. Aktion ist angesagt. Tun Sie Ihr Wunderwerk. Bringen Sie uns noch weiter zurück. Direkt mal speichern. Denn das war's für diesen Teil. Ich hoffe, wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn euch gefallen hat, dann könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen oder das Video zu euren Favoriten hinzufügen. Und hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Servus, Leute.